Aufgrund der aktuellen Weltlage waren die Zuschauerreihen im Wilhelm-Ostwald-Park stark dezimiert. Nichtsdestotrotz wurden nach dem Motto »Ehre, wem Ehre gebührt« zwei junge Wissenschaftler ausgezeichnet. Gemeinsam mit der Deutschen Bunsen-Gesellschaft und der Gesellschaft Deutsche Chemiker hat die Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft den mit 2.500 Euro dotierten Wilhelm-Ostwald-Nachwuchspreis verliehen. Die Gesellschaft, bestehend aus den wesentlichen Physikern, Chemikern, Naturwissenschaftlern, Geisteswissenschaftlern und Philosophen, feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Wir sind seit 30 Jahren eine Gesellschaft, die sich dem Erbe Wilhelm Ostwalds verpflichtet fühlt. Und zwar sowohl was seine wissenschaftliche Leistung in der Chemie betrifft, als auch seine naturphilosophischen Leistungen. Und wir arbeiten seit 30 Jahren daran, dieses Erbe zu fördern, herauszufinden, wissenschaftlich zu bearbeiten, einem Publikum darzustellen. Und zum anderen sind wir der Meinung, dass es darum geht, den Gedanken Ostwalds weiterzutragen. Das ist die interdisziplinäre Arbeit. Deshalb organisieren wir Kolloquia, Preisträger werden ausgezeichnet und wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Kolloquien finden statt, um die Diskussion zwischen den einzelnen naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Disziplinen zu ermöglichen. Der Nachwuchspreis wird alle 2 Jahre verliehen. Und gerade der interdisziplinäre Gedanke hier zeichnet die beiden Preisträger aus. Ja, es ist schwierig, das in ein Wort zu sagen. Wir haben ja 2 Preisträger, das kommt nicht oft vor. Ein Preisträger kommt aus der Geisteswissenschaft und hat sich beschäftigt mit dem Monistenbund und mit dem Wirken Ostwalds innerhalb dieser Bewegung. Und der zweite Preisträger ist ein theoretischer Chemiker, der sich mit einer sehr interessanten Theorie beschäftigt hat, nämlich der Frage, ob im Weltraum durch bestimmte quantenmechanische und Tunneleffekte Wasser entstehen kann, mehr als wir sonst annehmen könnten. Erstmals wurde der Preis in diesem Jahr auch außerhalb der Chemie vergeben. Dr. Christopher Leber zog die Forschung nach München in den Bereich der Geisteswissenschaften. Ostwald als Bildungsreformer, seine Kritik, sein Engagement für mehr freies Experimentieren faszinierten ihn. Schon damals erkannte Ostwald die Unterdrückung und die Belastung der Jugend durch das System. Dazu gab es kontroverse Ansichten. Über die Rezeption von Émile Duborimont bin ich dann auf Ernst Haeckel und den Monismus gekommen und habe gesehen, dass bislang die Geschichte des Monistenbundes vor allem als eine Geschichte Ernst Haeckels geschrieben wurde. Und ich habe mich dann vor allem mit den anderen Akteuren der Bewegung auseinandergesetzt, vor allem Wilhelm Ostwald, die meiner Meinung nach sehr viel einflussreicher auf die Bewegung waren, weil sie einfach viel aktiver dann waren, weil Ernst Haeckel hatte dann zur Gründung des Monistenbundes schon ein sehr fortgeschrittenes Alter und war sozusagen nur so die graue Eminenz im Hintergrund. Aber Leute wie Wilhelm Ostwald waren diejenigen, die aktiv im Monistenbund tätig waren und versucht haben, ihre Weltanschauung auch einzubringen. Die Preisträger öffnen mit ihren Themen Türen. Dr. Jan Meissner verzeichnet eine beachtliche Zahl an wissenschaftlichen Publikationen. Er ist in den USA tätig. In seiner Arbeit verknüpft er Kinetik und Oberflächenchemie vor dem astrophysikalischen Hintergrund und trägt damit maßgebend zu einem Wissensgewinn bei. Für ihn war es ein interessanter Ansatz, das gesamte Reaktionsfeld der Astrochemie anzuschauen. Beide sind motiviert, auch weiterhin zu forschen und nach Lücken in der Wissenschaft zu suchen. Für beide ist der Preis eine große Ehre und ein Zeichen der Anerkennung. Das ist nochmal eine schöne Bestätigung, dass die 4 Jahre, die ich mit der Thematik verbracht habe, tatsächlich nochmal wirklich ein zusammenhängendes Werk ist, als wirklich nochmal ein Beitrag zum einen in der theoretischen und in der physikalischen Chemie, aber zum anderen auch noch wirklich in der Astrochemie und in der Astrophysik eben wirklich nochmal Fortschritte darstellen. Also das ist eigentlich nochmal so ein Schulterklopfen, würde ich sagen. Im Jubiläumsjahr hat die Gesellschaft noch einiges vor. Am 20. Juni steht eine Tagung zur Ostwaldschen Energetik an. Hier wird mit Fachvorträgen das Wirken Ostwalds mit einer großen Bandbreite von Energie bis in die sozialen Bereiche dargestellt.